Ich mach keinen Rückblick. Das ist scheiße. Herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf die schönsten Rückblicke der Rückblicksaison. Diesmal mit einem besonderen Goodie, Günther Jauchs Abschiedsrückblick, 25 Jahre meine schönsten Rückblicke. Wie gebärdet sich eigentlich unsere flammneue Opposition? So, also das ist schon mal Ralf Brinkhaus in Gebärdensprache. Sie verstehen sich als Opposition zur parlamentarischen Demokratie und deswegen können wir nicht zusammenarbeiten. Der Unionsfraktionschef mit seiner Coverversion von Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Gerichtet gegen seine neuerdings Sitznachbarn AfD, weil die Glücksschweinchen von der FDP sich ausbedungen hatten bei der Ampel. Ja, wir wollen nicht mehr neben diesen außerparlamentarischen Rülpsern von rechts sitzen müssen. Jetzt also die Union zwischen allen Stühlen. 2018 lehnte sie Formen der Zusammenarbeit mit Linkspartei wie AfD ab. Sagt sie mal so. Also es ist ja in Thüringen schon schief gegangen, es quietscht in Sachsen-Anhalt und es eiert ab sofort auch im Bundestag. Nach der Geschäftsordnung darf die AfD 3 Ausschussvorsitzende stellen. Nur nach dem Gewissen muss niemand die wählen. Und während vorne er hier beteuert, und deswegen können wir nicht zusammenarbeiten, mosert hinten schon der erste Parteifreund los. Es ist ein unwürdiges Schauspiel gewesen. Die Regierungskoalition hinterlässt im Innenausschuss Chaos. Denn indem die Union den AfD-Kandidaten ablehnt, macht sie aus Versehen die Linke Petra Pau zur kommissarischen Vorsitzenden. Während also Ralf Brinkhaus sich jetzt überlegt, wie man auf Gebärdensprache korrekt sagt, wir hatten da die Wahl zwischen kalter und warmer Kacke, scheint damit auch schon das Oppositionsmotto für die ganze Legislatur gefunden. Die Regierungskoalition hinterlässt im Innenausschuss Chaos. Genau, die Union hat sich strategisch selbst schachmatt gesetzt und wird die kommenden 4 Jahre Opposition damit zubringen, zu behaupten, nee, das liegt natürlich an der bösen Regierung. Mal unter uns, Union, so eine beschissene Opposition wünschen nicht mal wir der Ampel. Warum wäre es denn so heikel, wenn der AfD-Mann Hess ausgerechnet den Innenausschuss leiten würde? Weil Hess dann nicht nach England fliegen könnte. Ist das blöd. Außerdem gab es ja Anfang des Wahljahres den vielbeachteten AfD-Hängebeschluss. Oh, wenn Sie sagen AfD-Hängebeschluss, lebenslänglich anschließend Sicherheitsverwahrung, tut's ja bei den meisten von denen. Aber der Verfassungsschutz wollte die Partei als Verdachtsfall einstufen, dann hätte er sie mit nachrichtlichen Diensten bespitzeln und das wäre dann wie bei der NPD so gewesen, dass das Verfassungsgericht gesagt hätte, hey, die NPD besteht so weitgehend aus Verfassungsschutzspitzeln, dass im Prinzip der Glaser schmeißt die Scheiben ein und sagt, da müssen neue rein und können wir nicht verbieten, weil würden wir ja im Grunde. Diese NPD hat der Verfassungsschutz selbst gemacht und jetzt will er sich auch noch die AfD selber machen. Die gibt's doch schon. Großer Unsinn. Hängebeschluss kam nicht zustande, sondern es wurde einfach gesagt, ja, jetzt vor der Wahl wäre das gemein zur AfD und deswegen. Jetzt ist aber die Wahl vorbei und dann kommt zwangsläufig auf den Tisch des Innenausschusses unter der Leitung der AfD die Frage, ob die AfD ein Verdachtsfall sei. Voll Lust auf Bock, der Gärtner. So, ein Medley unserer größten Weihnachtserfolge. Was wird's denn jetzt? Alle Jahre wieder, ne? Oder? I'm Dreaming of a White Christmas, übrigens die meistverkaufte Shellac-Platte aller Zeiten. Viele denken Rock Around the Clock. Nein, Rock Around the Clock von Bill Haley and the Comets. Erschien teilweise schon auf Vinyl, deswegen White Christmas meist. Oder wir nehmen irgendwie ist es immer C, F, G. Ab und zu vielleicht mal so ein D da drin, aber Leute,